Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Video. Das erste Urlaubsvideo, wo ich nicht mit Maxim bin. Ja, auf jeden Fall bin ich heute nicht ganz allein. Ich habe jemanden mit dabei und ich werde euch mitnehmen. Wir sind am Meer, an der Ostsee, einen Junggesellenabschied feiern. Tatsache nicht mein Junggesellenabschied, aber wir haben gesagt, nein, wir bleiben im ganz, ganz kleinen Kreis, nämlich nur wir zwei. Wir kennen uns seit 25 Jahren und ihr wisst auch bestimmt, wen ich meine, nämlich den lieben Daniel. Der war ja schon ein, zwei Mal mit auf meinem Kanal und ja, den habe ich entführt hier an einen Yachthafen-Resort. Ich habe nicht so wirklich gewusst, wo ich uns einbuche, aber ich bin total zufrieden. Stehe jetzt schon im Hotel, aber ich glaube, ich nehme euch mit, das gesamte, gesamte Erlebnis über. Und wir beginnen jetzt. Viel Spaß! So, Freunde, nach einer spannenden Autofahrt sind wir schon hier im Yachthafen-Resort Hohe Düne. Das ist an der Ostsee und das Coole ist, dieser Yachthafen liegt direkt ganz, ganz oben. Ich blende euch mal eine Karte ein, wo man komplett ungestört ist. Das hätte ich nicht gedacht. Und jetzt bin ich schon im Zimmer. Daniel sitzt draußen auf dem Balkon und ich dachte mir, ich zeige euch mal das Zimmer. Es war ein relativ günstiger Preis, wie ich das hier geschossen habe und es ist wirklich richtig toll ausgestattet. Das zeige ich euch mal. Hier kommen wir rein. Es ist ein ganz normaler kleiner Eingang. Was ich halt schon sofort cool finde, ist dieses Badezimmer. Wollen wir mal über dieses wunderschöne Badezimmer sprechen? Das hat mir sofort richtig, richtig gut gefallen. Normalerweise ist Maxim immer für die Raumführungen zuständig. Heute mache ich das mal mit euch. Aber dieses Badezimmer ist wirklich richtig schön. Und dann kommt man hier raus. Dann hat man hier so einen kleinen Bereich. Und hier hat man dann das Bett. Wir zwei. Oh, wir haben Mann und Frau Bademantel, da müssen wir uns noch entscheiden, wer was nimmt. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, ist es wirklich ein richtig schön kleines Zimmer. Es gibt auch wieder eine Minibar. Die gab es in den letzten Hotels, wo wir waren, nicht wegen Corona. Jetzt gibt es wieder eine Minibar, das freut mich. Und hier unten sind Bücher. Ich habe leider mein Buch vergessen. Ich kann heute kein Buch mitbringen. Und wenn man dann hier weitergeht, sieht man diesen wunderschönen Ausblick. Wir gucken tatsächlich nicht auf die Ostsee, wir gucken auf den Park. In den Park, auf den Park. Und haben quasi hier so ein paar, ja, also diesen Resort direkt vor uns. Ich finde es persönlich wirklich schön. Ansonsten kamen wir relativ schnell durch. Wir sind 3 Stunden gefahren von Berlin aus bis hierher. Und es ging wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt zeige ich euch mal, was wir so erleben. Wir sind jetzt schon am Strand und genießen das schöne Wetter. Wir haben, ich höre mich an wie der Wendler. Wir haben 32 Grad, es ist super heiß und ich zeige euch mal, wie lang dieser Strand ist. Das ist so krass, ne? Wenn man sich das mal anschaut. Das ist, also man sieht das Ende nicht. Und da steht unsere Yacht. Schön wär's. Wir haben uns jetzt fertig gemacht und werden uns mal die Hotelanlage anschauen. Die nehmen wir euch natürlich mit, zeigen euch das alles mal so ein bisschen. Ja, als erstes steht das Bar auf dem Programm, da bin ich mal gespannt. Und ich bin gespannt, so wie groß das hier alles ist. Also jetzt erstmal ist das alles sehr, sehr groß und natürlich die Maske immer mit dabei. So, Freunde, und schaut mal, da ist das Meer. Und jetzt laufen wir noch einen Gang und dann gehen wir ins Hauptgebäude. Und da müsste das Barbereich, glaube ich, sein. Aber es ist so schön, wie nah man hier am Meer ist. So, wir sind wieder zurück von einem erholsamen Tag im Spa. Es ist verrückt, oder? Wir haben hier direkt die Ostsee vor der Haustür. Trotzdem sind wir in den Pool gegangen. Keine Ahnung warum, ich selber gehe auch gern in die Ostsee, aber in diesem Fall haben wir uns dann doch für den Pool entschieden, nachdem wir aber auch 2 Stunden an der Ostsee waren. Und das war wirklich, wirklich sehr, sehr schön, warmes Wasser, sehr entspannt. Ich glaube, 1, 2 Aufnahmen habt ihr gesehen, aber beim Pool
wollte ich nicht filmen, das wäre ein bisschen komisch geworden. Jetzt haben wir gleich um 18 Uhr einen Termin, wir gehen was essen. Es gibt Steak. Ja, dann nehme ich euch mit, zeige euch das ein bisschen. Daniel ist duschen, also es pullert keiner gerade, sondern Daniel ist duschen. Und dann werden wir, glaube ich, noch ein bisschen am Strand sein. Es hat sich jetzt ein bisschen abgekühlt. Wir hatten den ganzen Tag hier auch 34 Grad. Ich meine, in Berlin ist es genauso heiß gewesen. Jetzt ist es aber ein bisschen kühler geworden. Wir haben jetzt so 24 Grad und das macht die Sache hier schon sehr, sehr viel entspannter. Und das ist cool, das Zimmer ist klimatisiert. Hätte ich nicht gedacht. Und wir haben noch einen Deckenventilator, aber den brauchen wir nicht. Was ich euch noch nicht gezeigt habe, ist der Außenbereich, Freunde. Während Daniel noch duscht, dachte ich mir, ich nutze mal die Chance und öffne die Tür. Hab's nicht aufgekriegt. Jetzt gehen wir mal raus. Schaut mal. Wir haben hier so eine kleine süße Sitzecke, wo man sitzen kann. Und dann geht's hier weiter. Voll cool, oder? So, Freunde, schaut mal. Da ist das Steakhouse, wo wir jetzt hingehen. Und ich habe echt Hunger. Hast du auch Bock auf Steak? Ja. Ja, ne? Das wird cool, wenn genau hier hin. Und hier ist das Resort. Also wir sind genau in der Anlage noch. So, Freunde, was ich euch erzählen wollte, war eigentlich nur, dass es da hinten noch einen Italiener gibt und wie schön diese Aussicht ist. Ja, wir essen jetzt Steak. Ich zeige euch mal die Preise, die sind hier ein bisschen sehr krass. Wir zahlen hier für ein Steak insgesamt 47 Euro bzw. 41. Das finde ich schon ein bisschen heftig, aber ich glaube, das liegt einfach an der Lage. Wenn man hier mit so einem Boot ankommt, dann ist das einem wahrscheinlich egal. Hat sie geschmeckt? Ja, war lecker. Also ich fand es auch extrem lecker, aber die Preise sind so in gar keinem Verhältnis. Wir haben mal aus Spaß geguckt, was so eine Cola im Hotel Adlon kostet. Und du hast geguckt, ne? Ja, wir sind nah dran. Ja, also hier hat eine Cola, was war das? Cola Light, 0,35 Euro? Irgendwie sowas, ja. Im Hotel Adlon 7 Euro. Aber man muss sich immer überlegen, was sie hier für Preise nehmen. Das ist so gar nicht, wie sagt man, so gar nicht gerechtfertigt, aber es hat trotzdem wirklich sehr gut geschmeckt und jetzt gehen wir uns mal ein bisschen da hinten, ihr seht da vielleicht das Riesenrad im Hintergrund, da gehen wir jetzt mal weiter, wir gucken uns das so ein bisschen an, vielleicht nehmen wir die Fähre, wenn sie kommen, ansonsten laufen wir die Kilometer. Was auch ganz spannend ist, vielleicht könnt ihr es schon sehen, also hier ist Warnemünde, da wo das Riesenrad steht und da ist die AIDA, ist es die AIDA Luna, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber guckt euch einfach mal an, wie groß dieses Schiff ist, ja, also es ist also kein Schiff, das ist ja schon ein Haus. Das ist so krass. Nachdem wir gerade ein bisschen Live-Konzert hatten, wir hatten einen Pianospieler, das war wirklich schön, zeige ich euch jetzt mal den Yachthafen. Da sind wir jetzt gerade. Ist ja nicht so, dass wir eine Yacht haben, aber es gibt viele Menschen, die haben eine Yacht und kosten guckt ja nichts. Nee, gucken kostet ja nichts. Und jetzt gehen wir hier mal lang, dann zeige ich euch mal diesen coolen Hafen. Ich finde das schon mega, wenn man mal überlegt, wie viel Wert einfach hier am Hafen ist. So, ja? Also es ist unglaublich. Ich glaube, ein so ein Boot liegt bei 2 Millionen. Ich weiß es nicht. Ich habe kein Boot. Schreibt es in die Kommentare. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was kostet so ein Boot. Ich habe eine Luftmatratze und die hat 19 Euro gekostet. Aber es sieht schon geil aus. So, wir sind schon auf dem Rückweg. Es ist morgens um 10. Wir sind heute etwas früher losgefahren. Das Wetter ist heute nicht so schön gewesen. Haben noch eine Kleinigkeit gefrühstückt. Ich zeige euch mal einen kurzen Ausschnitt. Wir hatten ein zweites Frühstückslokal in diesem Resort, wo wir essen gehen konnten. Und da hatte man eine richtig coole Aussicht. Das fand ich halt wirklich sehr schön. Ja, jetzt sind wir halt an der Tankstelle und jetzt ist es nicht mehr weit bis nach Berlin. Ich denke mal, es sind noch so anderthalb Stunden etwa, dann haben wir es geschafft. Aber wir sind jetzt, wie gesagt, so Herzspringen heißt, glaube ich, der Ort, wo wir sind. Und es ist jetzt schon richtig warm. Wir hatten heute Morgen 19, 20 Grad und richtig schön kühle Luft. In Berlin haben wir 35 Grad und das ist wirklich richtig heiß. Und hier ist es auch schon richtig aufgestaut und ich bin gespannt, wie es denn wirklich ist in der Wohnung. So, ihr süßen Mäuse, ich bin jetzt zu Hause. Liam ist bei mir. Es ist so richtig, richtig heiß hier. Wir haben 35 Grad in Berlin. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr soweit das Video gesehen habt, wie warm es bei euch ist. Es ist wirklich richtig, richtig heftig. Und ich bin froh, jetzt zu Hause zu sein. Ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten auf den Sonntag, weil ihr habt ja gesehen, es gibt dieses Sonnenwendfest aktuell, mein Community-Event. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, schaut unbedingt mal vorbei. Ist hier unter diesem Video verlinkt. Ja, wie hat es mir gefallen? Also, es ist wirklich ein wirklich schöner Ort, aber aus meiner Sicht für das, was ich so brauche, ist es völlig überzogen. Diese Preise, die gehen gar nicht und was mich auch so ein bisschen gestört, sind die Leute, die da so anlegen. Also
ich habe ja letztens eine Story gemacht so zum Thema feine Leute Häppchen so, ne? Und das ist genau da auch dieser Fall gewesen, nicht dass das Essen zu klein war, sondern so diese so eine gewisse Generation von Mensch oder Art von Mensch, die ich nicht so mag. Und ich habe zu meinem besten Freund gesagt, ich bin froh, nicht in solche Familien hineingeboren zu sein. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wäre es dann ganz anders für mich, ja, aber ich habe das alles irgendwie als anstößig empfunden. Also als Erklärung, so die Art, wie die Menschen geredet haben über andere Menschen, über das Personal zum Beispiel, so. Also sehr, sehr Naserümpfen, sehr, sehr von oben herab. Das gefällt mir nicht, aber das ist halt leider normal, wenn man, glaube ich, dahin fährt. Und ich habe ja schon am Anfang des Videos gesagt, ich wusste gar nicht, wo ich hingefahren bin. Ich habe über Booking etwas gebucht und das war wirklich das Einzige, was noch jetzt in der Saison übrig war. Und dafür war das wirklich toll. Aber halt so, was die Menschen da betrifft, das ist nicht unbedingt so mein Ding. Also ich glaube, ich hätte es da zu viele Tage nicht ausgehalten. Wir waren jetzt eine Nacht da und da hat das relativ gut gereicht jetzt. Und ach, ich bin froh, wieder bei meinem Dicken hier zu sein, ein bisschen Ruhe zu haben. Und Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mein ganz Video ohne Maxim, das hat mir ein bisschen leid getan. Er hat mir auch wirklich gefehlt, aber ja, ich fand es einfach wichtig, dass ich diese Zeit mit meinem besten Freund verbringe und jetzt geht der Tag weiter. Euch wünsche ich einen ganz, ganz, ganz tollen Wochenstart. Heute ist Sonntag, aber morgen einen ganz, ganz, ganz tollen Wochenstart und eine, ich hoffentlich, etwas abgekühlte Woche. Macht's gut, meine Süßen.